Was ist das, Rocco? Carmine, das ist ein schöner Digestivo. Salut. Danke, Rocco. Sehr gerne. Rocco. Salute, keine Ursache. Ich finde, man sollte andere Menschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Ja. Okay, hat Jesus das nicht gesagt? Oder so ähnlich? Schon wirklich. Und außerdem sollte man immer einen Gefallen dem Geld vorziehen. Ich glaube, das hat Jesus auch gesagt. Aber das zweite gesagt hat, weiß ich nicht. Das erste könnte aber sein. Ist abgeplatzt beim Möbel umstellen. Das ist meine neue Macke. Renovieren, Möbel umstellen. Dabei fühle ich mich gleich besser. Das ist wie Sport treiben. Oh, und ja. Es gibt da so einen Überlack. Leider kriegt man den nur in der Schweiz. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Der geht mir langsam aus. Aber ich liebe den Duft. Oh, den kann ich kann uns nicht satt riechen. Den kann ich dir besorgen, wirklich. Da ist irgendwas drin. Der Überlack riecht parfummäßig, aber irgendwie auch ein bisschen faulig. Und ich weiß, das klingt verrückt, ja, aber ich krieg nicht genug davon. Hier, du musst mal riechen, ist echt so. Dolly, seit oh mein Gott, nein, das ist ekelhaft. Hast du dir irgendwas zugemacht, das stimmt, was Ekliges stimmt, und Fauliges? Das ist wahr, das ist wahr. Ich glaube, das ist wahr. Meine Güte. Oh. Kann sich nicht satt riechen. Oh. Ich krieg nicht genug davon. Ich kann mich nicht satt riechen. Carmine, riech mal an ihren Nägeln. Süß und riech mal an ihren Nägeln. Faulig und köstlich. Was riech ich hier? Der Duft von Blumen. Mit einem Hauch von Müll. Ist das nicht nach Blumen? Nach Blumen? Ja. Wenn man mir das Fläschchen hinstellt, könnte ich gar nicht wieder. Also, das riecht für mich nach Koriander. Oh, für mich ist das Koriander. Ich habe nicht genug davon. Darauf springt er an. Deshalb bleibt er bei mir. Stimmt, ja. Ich kann nicht aufhören. Ich amüsiere mich hier prächtig mit euch. Oh, ihr zwei seid so nett. Hör zu, mein Freund, ich muss dir was sagen. Er sagt jetzt gleich, wir müssen übers Geschäft reden. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, Dolly, ich muss mit meinem Freund mal allein übers Geschäft reden. Also zu süß. Oh, nein.